Was, wo war ich denn gerade beim Erzählen? Ach ja, stimmt, meine kindlichen Emotionen zu diesem Spiel rühren daher, da ich ja, pam, die pam. Oh, ich habe keine Waffen mehr. Ich brauche Munition. Hallo, hast du Munition dabei? Oh, schade. Leider nicht, wie es aussieht. Ist da unten vielleicht Munition drin? Nein, ist nicht. Komm, dann kämpfe ich mich halt damit durch. Pam, die pam, die pam, pam, die 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 pam. Ja, wenn hier niemand Munition hat, ja. Also die kommen daher, da ich das Spiel sehr lange vor dem dritten Level gespielt habe und alles Mögliche. Hier bin ich auch schon lang gelaufen, ohne Waffe dann, weil die Waffe kriegt man ja erst nach diesem Ereignis mit dem dritten Level. Und hab die Metallschädel eingesammelt und so weiter und so fort. Ja, und deswegen habe ich das Spiel so arg geliebt. Keine Ahnung warum, obwohl ich nicht weiterkam. Ja. Entseuchung beendet. Wie viele Schädelköpfe brauchen wir denn für diesen komischen Hans? Mal schauen. Dann fliegen wir jetzt mal zu diesem Hans und wir brauchen unbedingt Munition. War der nicht da in diesem Häuschen da? Hui! Angeklopft. Ich brauche mehr Schädelsteine. Mein Auto ist weg. Oh, schade. What a hell? Oder so, irgendwie. Wie das auch immer heißt. Denn beim ersten Mal hat er nur 25 gewollt. Jetzt will er gleich 200. Ich glaube, der ist ein wenig süchtig geworden. Solche Missionen liebe ich. Ich glaube ja, das ist irgendwo unter einem Häuschen. Und irgendwie hakelt das ab und zu mal so. Und ich weiß nicht warum. Wenn das jetzt an meinem PC wäre, dann könnte ich sagen, ja, mein PC macht irgendwas im Hintergrund, aber so habe ich keine Ausrede. Das ist nämlich die PlayStation 2 und die dürfte eigentlich ja mal. Nicht hängen bleiben. Yeah, baby, yeah! Wie, Riesenkopf-Jack! Jetzt schauen wir uns erstmal genau an. Yeah, baby, yeah. Ah. So, bleib mal in der Luft stehen. Ja, so, komm. So, und jetzt kann ich auch. Ach, sieht das nicht schön aus. Weil wir so schön sind, so schlank und rank. Jetzt ist der Bart weg. Aber ich mache diese Extras nicht. Ich mag ihn. Ich finde es zwar witzig, wie das aussieht. Und den kleinen Kopf werde ich dann auch noch machen. Aber ich mag es mit normalem Kopf. Ey. So, jetzt geht's noch zu dieser komischen Wahrsagerin, zu dieser Blinden. Und dann höre ich dann wahrscheinlich auch auf. Ups. Was auch noch sehr witzig ist, wenn man von unten hochkommt. Ja, das haben wir schon oft genug gehört. Komm, wir brauchen Leben. Ach, danke. Ja, aber ich will nichts kaufen. Ja, jetzt kannst du auch aufhören zu babbeln. Das haben wir bestimmt jetzt alles schon einmal gehört. So, jetzt bleiben wir aber mal auf dem Dach stehen. Das geht natürlich auch.
Warum ich dieses Ding hier nicht aktiviere, das ist ein eine Fahrmission. Ich habe die dauert dann mir zu lang. Ich habe keine Lust auf Fahrmission. Diese Suchmission, die mache ich gerne mal so im Let's Play mal so zwischendurch, aber diese Fahrmission, nein, danke. So mitten in den Slums so eine riesige Leinwand, die leuchtet. Und da fehlt ein Stück. Cool, ein Bug. Da ist ein ja, das geht davor. Da hinten dieses Plakat. Hihi. Ein Pixelfehler oder wie das auch immer heißt. Ein Bug, Pixelfehler, Programmierfehler, wie auch immer, ich weiß nicht. Boah, das war knapp. Ach ja, wie lange nehme ich denn schon auf? Ach ja, 1 Stunde 35, gut. Ja, wenn ich bei der war, dann werde ich wahrscheinlich eine Aufnahmepause machen, denn dann habe ich 1 Stunde 45, hoffe ich doch. Wenn nicht, dann halt eben nicht. Mache ich dann aber wahrscheinlich. Oh! Ja, Bälle. Und Wasserkisten. Ja, alles zerschlagen. Alles. So, das hier noch. Ist hier noch was? Ah, da noch. Und da. Noch was? Ach, da hinten ist Stroh. Ja. Hier auf dem Basar schlage ich gerne mal was kaputt. Ja, da hinten ist auch noch was, aber das ist jetzt, ja. Ich mach's auf dem Weg kaputt hier noch. Zum. Ach, die kleinen Marmeladebällchen. Nein, da hinten muss ich fangen. Dass sich hier keiner aufregt. Komisch. Ach, da ist noch was. Blablabla. Da ist noch was. Bären. Ich habe die Zunge auf Bären. Pam, die Pam, die Pam. Ich glaube, heute habe ich nur Hunger. Das. Das weckt Erinnerungen bei mir bei Check 1. An Check 1. So. Boah. Ich hoffe, das muss ich nie wieder machen. Boah. So, bevor wir zu der jetzt reingehen, muss ich hier erstmal aufräumen. Das ist Pflicht. Pam, pam. Was ist das? Okay. Ja, das Gebiet ist sicher. Das glaube ich aber auch. Kisten sind immer schön. So, jetzt geht's hier rein. Cool, guck dir all das tote Zeug an. Au! Fass die Sachen nochmal an, du Ratte und ich. Boah, hack dir deine Finger ab. Ich bin Packer. Ja, ja, ich weiß. Meine Mutter war sehr rachsüchtig. Ich bin Odins Sprecher. Odin heißt euch willkommen, bla 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 bla, der übliche langweilige Begrüßungskram. Sie sagt, es ist schön, dich wiederzusehen, Jack. Aber ich habe sie vorher noch nie gesehen. Vorher, nachher, ist doch alles das Gleiche. Oh, oh, kann ich mal? Sie will ein Jackauknochen, eine Jackaublase. Nein, nein, jetzt hab ich's. Seit vielen Monaten wartet sie auf ein Fruchteis, ein Juweliergeschäft. Oh, oh, ich weiß, Haarknoten. Haare auf den Zähnen, eine behaarte Brust. Fast, aber falsch. Odin sagt, ihr sucht Antworten. Oh, zum Grabmal von Mar. Sag schon, was müssen wir wissen? Sie redet und redet von mystischen Energiekanälen, bösen Flüchen, idiotisches Zeug. Vergesst all das, ich fasse das mal schnell zusammen. Ihr stört nämlich gerade meinen Mittagsschlaf. Odin möchte, dass ihr 3 Artefakte aus dem Bergtempel der Precursor holt. Nicht 2, nicht 4, 3. Benutzt das Warp-Tor auf der Nordwestseite der Stadt und bringt uns die 3 Gegenstände. Keine Meldungen. Ah, ja, okay. Können wir jetzt da reinlaufen und irgendwas kaputt machen? Naja, schade. Wir können uns aber hier nochmal umschauen. Also das sieht ja sehr gruselig aus.
Ach, sein Mittagsschlaf. Hm. Oh, hier krabbeln überall Spinnen. Oh. Ihh, schnell raus, bei Spinnenburg. Ja, hier ist alles noch schön aufgeräumt, wie vorhin, ja. Ach, wo gehen wir jetzt als erstes hin? Blitz oder, Felsen? Ach, hier ist ja gar nicht alles mehr aufgeräumt, ja. So, alles aufräumen. So, brav. Auto, bitteschön. Warten wir mal. Na gut, brauchen wir eh in diese Richtung. Ich glaube, das ist näher. Dankeschön. So, einfach mal vorgedrängelt. Dankeschön. Ui, nein! Dankeschön. Ups. Dicky. Upsala. Hier kann man das aber machen. Ups. Hä, wie geht das nochmal? Irgendwie. Ah, so geht das. So, jetzt sind wir in dem Brunnen drin. Und können hoch in die Fackel. Wir sind das. Wir haben eine schöne neue Frisur. Wir brennen. Wir sind das Olympiafeuer. Ja, ich zeig einige Glitches. Achtung, bleiben Sie mal bitte stehen. Sorry, aber da ist noch ein Leck. Sie haben da ein Wasserleck. Da. Ja. Da ist das Wasserloch. Ihr braucht nicht mehr zu suchen. Da. Ja, guck mal, da. Oh, sind die doof. Die verschwenden ihr ganzes Wasser. Hä? Ach, ich hab gedacht, er zieht seinen komischen Schal da noch über seinen Mund. Hat so ausgesehen. Da sind ja noch Wasserlecke. Ach, das ist Wasser. Ja, dann such mal schön. Ich hab's doch schon längst gefunden. Warum hört ihr nicht auf mich? Ups, sorry. Ups. Also so geht's auch. Guck mal, wie die alle abhauen. Hihihi. Ups. Jetzt brauchen wir noch ein neues Auto. Was ist das denn? Sind wir denn so schlecht? Bin ich denn so schlecht im Fahren? Sind wir? Warum rede ich immer von mir? Ich hock doch hier ganz allein. Ja, jetzt nehmen wir so etwas. Bitte nicht. Bitte hör auf, bitte zu sagen. Du bittender Bitter. Du bitterer bittender Bitter. Ja, ich sitze hier ganz allein in einem ganz alleinen Zimmer, in einem ganz alleinen Haus. Nein, eigentlich nicht, aber... Ja, ich sitze hier ganz allein in einem Zimmer und nehme für mich ganz alleine auf. Ui, Hilfe! Ja, diese Blumen will ich dann auch mal kaputt machen, aber das kommt dann erst später. Wenn ich hier weg bin. Ich war das nicht, ich bin unschuldig. Ach, wie der schön die Wände hochrennt. Die Stallen sagen. Haha. Ja, aber dann. Äußere Schild wird geöffnet. What? Wir kriegen hier nichts? Ich hab gedacht, hier kriegen wir das Hoverboard. Das kriegen wir dann später. Schade. Gut, jetzt gehen wir noch zurück und machen ein paar Pflänzchen kaputt. Entseuchung beendet. Vielleicht schaffen wir die auch. Ob ich will das Radieschen ernten. Naja, gut, okay. Wir kriegen das alles nicht klein, wie es. Wie. Ach, die Peperoni. Komische grüne Gurken. Ja, komm, dann holen wir uns ein Auto und machen das damit platt. Pam. Pam. Pam.
Ja, komm, den Kürbis. Das Radieschen. Noch ein Radieschen, noch ein Radieschen. Noch ein Radieschen. Jetzt kriegen wir alles so klein hier. Pam, Radieschen. Jam, jam, jam. Pam und Pam. Ja, das mache ich gerade nur aus Prinzip. Da gibt's keinen Sinn, keinen. Ah! Also dafür gibt's keinen Sinn und kein Ziel. Ja. Das mache ich aus reiner Überzeugung. Und weil ich's kann. Und weil es geht. Das mache ich noch, bevor die Aufnahmepause losgeht. Sonst habe ich angefangen und habe das nie zu Ende gemacht. Das. Ah, leckerer. Paprika-Staub oder ja. Aber das brennt doch in den Augen. Sowas von. Ups. So, kommen die Gurken, die kann ich auch noch abernten. Die sind reif, also müssen sie geerntet werden. Bam, bam. Komm, ist schon. Radieschen. Pam, 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 pam. Ja, dann kann auch dieses Wasserding da aufhören, wenn ich das alles geerntet habe. Also warum fliegen die da eigentlich da hinten hin? Da ist doch nichts. Die drehen da hinten und fahren dann wieder zurück. Warum? Nein. So, und Gas geben. Pam. Und pam. Vielleicht sind das auch blaue Pepperoni. Könnte ja auch sein. Oh, ich sollte mal mein Auto wechseln, denn das ist nicht so gut, wenn das explodiert, denn ich habe keine Lebensenergie fast mehr. Und das wäre nicht so gut, wenn das dann explodiert, wenn ich dann, weil dann müsste ich alles nochmal von vorne machen. Aus Prinzip. Weil was geht, muss man ausprobieren. Und wenn es dann geht, dann muss man es auch durchsetzen. Ach, komm schon. Und du auch noch. Ja, nein, warum auch noch? Du, dich ernt ich auch. Ja, wenn ihr mir da helft, sie zu ernten, das finde ich sehr gut. Danke, Erntehelfer. Ach, danke schön. So, jetzt gehen wir mal schnell dahin. Kommen wir denn? Ah, die müssen wir auch noch ernten, diese kleinen Kürbisse. Schade. Ein Kürbis oder zwei hätten uns gefehlt. Naja, gut. Dann mache ich jetzt hier eine Aufnahmepause. Tschüss. Ach ja, tschüss.